In der letzten Vorlesung haben wir definiert, was Abbildungsreduktionen sind, haben uns schon ein kleines Beispiel angeschaut, was aber gar nicht aus der Berechenbarkeitstheorie war, und haben uns überlegt, was die Folgerungen sind, wenn wir Reduktionen haben, an welcher Seite muss welche Sprache stehen, um zu beweisen, dass eine Sprache zum Beispiel entscheidbar oder eben nicht entscheidbar ist. In der Vorlesung jetzt will ich Ihnen ganz viele Anwendungen zeigen von solchen Reduktionen, nämlich eine ganze Kette von Reduktionen. Wir haben hier, wir haben hier ganz viele Probleme, DTM quer, ATM, H, H0, K, also viele. Alles sind einzelne Sprachen und ich sage Ihnen nachher natürlich, was die ganzen Sprachen bedeuten. Und wir wollen jetzt so eine ganze Kette von Reduktionen zeigen. Und dann ist der Trick, in dem Moment, wo wir über den Anfang der Kette was wissen, können wir diese Eigenschaft nach hinten propagieren. Und vielleicht überlegen Sie nochmal, welche Eigenschaft es ist. Also wenn wir DTM wissen, das ist nicht entscheidbar, wissen wir dann, ob die hinteren alle auch nicht entscheidbar sind. Oder ist es die Frage, wenn DTM entscheidbar ist, wissen wir dann, dass die hinteren auch alle entscheidbar sind. Nur eine Richtung stimmt, überlegen Sie schon mal welche. Also der Trick ist, wir machen diese Kette. Wir zeigen eine Eigenschaft vorne, die wir dann für alle weiteren hinten praktisch geschenkt kriegen. Und wir zeigen auch eine Eigenschaft für das hintere. Und Sie können auch wieder überlegen, welche Eigenschaft es sein muss, damit wir das alles auf die vorderen Sprachen durchpropagieren können. So. Und die Argumente, ich habe es hier nochmal hingeschrieben, da ist jetzt eigentlich schon die Auflösung von dem, was ich Ihnen gerade als Aufgabenstellung gegeben habe. Also wir haben diese ganze Kette und was wir zeigen werden ist, die erste in dieser Kette, DTM, das wird unentscheidbar sein. Und daraus können wir dann folgen, dass alle anderen in der Kette auch unentscheidbar sein müssen. Weil Unentscheidbarkeit propagiert sich von links nach rechts. Das heißt, wenn rot heißt, es ist unentscheidbar, wird, wenn ich weiß, die erste Sprache ist rot, werden alle in der ganzen Kette auch rot. Das andere wird sein, dieses Problem K, werden wir sehen, wird entscheidbar sein. Entschuldigung, semi-entscheidbar, nicht entscheidbar. Und diese Eigenschaft propagiert sich nach vorne. Entscheidbarkeit und auch semi-entscheidbarkeit. Das heißt, darüber können wir dann argumentieren, dass alle Sprachen in dieser Kette auch semi-entscheidbar sein müssen. Das heißt, was wir dann haben, wir haben lauter Sprachen gefunden, die in RE sind, aber nicht in R sind. Das war eine von diesen Mengen, wo wir schon viele Beispiele gesucht haben. Sie sind rekursiv aufzählbar, aber eben nicht entscheidbar. Und da zeigen wir jetzt eben von dieser gesamten Kette, dass sie drin ist. Die Vorgehensweise ist dann praktisch die einzelnen Reduktionen hier immer zu zeigen. Und einmal halt dieses hier vorne zu zeigen und dieses hier hinten. Und dann haben wir die ganzen Aussagen für die ganze Kette. Und man sieht schon, dass das eigentlich eine relativ elegante Technik sein kann, zumindest unter der Annahme vielleicht mal, dass diese Reduktionen jetzt nicht alle so wahnsinnig kompliziert sind. So, und jetzt haben wir in den verschiedenen Vorlesungen ziemlich viele Sprachen gesehen und die waren erstaunlich ähnlich alle miteinander. Und ich bin zwischendrin, als ich die Vorlesung vorbereitet habe, selbst mal kurz in Verwirrung geraten. Deswegen habe ich hier nochmal so eine Folie gemacht, wo ich diese verschiedenen Sprachen, die alle fast das gleiche sind, diese ganzen Diagonalsprachen in verschiedenen Varianten nochmal zusammengeschrieben habe, dass jeder nochmal weiß, was die Sprachen sind, weil die brauchen wir jetzt nachher in der folgenden Argumentationskette. Das ist einfach nur noch mal eine Wiederholung, aber um noch mal klarzustellen, was die Probleme sind und dass sie tatsächlich nicht alle identisch sind. Das sind subtile Unterschiede, aber es gibt sie. Also, wir hatten die Sprache ATM, ich habe hier immer die Vorlesung hingeschrieben, in Vorlesung 19. Die besteht darin, die Eingabe ist immer der Code von einer Turing-Maschine und ein Wort. Und die Kombination dieser beiden ist eben in der Sprache ATM, wenn die Turing-Maschine M das Wort W akzeptiert. Das Komplement von der Sprache ist eben halt genau das Komplement, wenn genau wie vorher nur akzeptiert es jetzt eben W nicht. Also genau die umgekehrte Schlussfolgerung. So, dann hatten wir die ich damals Diagonalsprache genannt hatte, in Vorlesung 17. Wir hatten hier eine Liste von Wörtern, die waren W1, W2, W3 und so weiter bis WI durchnummeriert. Und wir hatten auch die Turing-Maschinen, die hatten wir ja auch durchnummeriert. Also die hatten alle einen Index, die erste, zweite, dritte und so weiter. Und in dieser Diagonalsprache ging es immer darum, die Turing-Maschine MI akzeptiert WI nicht. So, hatten wir damals Diagonalsprache genannt. Und es ist natürlich sehr ähnlich zu diesem ATM, nur dass wir hier beliebige Turing-Maschine und beliebige Wörter haben, während wir hier
immer die von eine feste Durchnummerierung dieser Turing-Maschinen und Wörter haben. Das macht in der Praxis natürlich keinen Unterschied, aber je nachdem, wie ich das Problem aufschreibe, also intuitiv machen diese Sprachen natürlich irgendwie das Gleiche, aber sie sind halt etwas anders formalisiert. Dann gibt es diese Turing-Maschine DTM, wo es jetzt darum geht, die Eingabe ist jetzt eben, die Eingabe ist eine, nur der Code einer Turing-Maschine, und die Frage ist, akzeptiert die Turing-Maschine M die Eingabe ihres eigenen Codes oder tut sie das nicht? Also hier ist eben die Diagonalisierung dadurch gelöst, dass die Turing-Maschine ihren eigenen Code zu lesen kriegt. Und eben, wenn wir die Diagonalsprache nehmen, geht es immer darum, dass die Turing-Maschine sich selber nicht akzeptiert sozusagen. Und das Komplement davon ist wieder, es wird akzeptiert. Das ist das, was wir jetzt in dieser Vorlesung verwenden wollen. Und Sie sehen schon, hier sind irgendwie kleine Unterschiede und das ist so ein bisschen subtil, wie man die aufschreibt. Die Intuition bei diesen ganzen Diagonalisierungssprachen und ihren Komplementen ist oft sehr ähnlich, aber sie sind halt nicht ganz genau das Gleiche. So, und jetzt fangen wir einfach mit dieser Reduktionskette an. Und warum ich die vorige Folie hatte, ist eben, weil da als erstes diese Sprache DTM quer auftaucht. Also wir gucken uns jetzt, die Eingabe ist der Code von der Turing-Maschine, und wir fragen, akzeptiert die Turing-Maschine ihren eigenen Code als Eingabe? Und ein Element ist in dieser Sprache DTM quer, wenn die Turing-Maschine ihren eigenen Code akzeptiert. Also bei der Diagonalsprache wäre es eben akzeptiert nicht, und hier ist es jetzt akzeptiert. So, und wir wollen reduzieren DTM auf die Sprache ATM. Und ATM war jetzt eigentlich eine Verallgemeinerung davon, also wir geben jetzt, hier wenden wir die Turing-Maschine immer auf ihren eigenen Code an. Und bei ATM haben wir eine Turing-Maschine und wenden sie auf irgendein weiteres beliebiges Wort an, das auch Teil der Eingabe ist. Und dann ist immer die Frage, akzeptiert diese Maschine das Wort W? Also hier haben wir praktisch verschiedene Wörter als Eingabe erlaubt. Und jetzt wollen wir die erste Reduktion zeigen, die eben sagt, DTM quer kann reduziert werden auf ATM. Und in dem Fall, das ist jetzt so eine Art Verallgemeinerung, ist die Reduktion trivial. Wir sagen einfach, naja, was macht denn dieses Problem DTM? Um dieses zu lösen, können wir doch ATM aufrufen, indem wir einfach als Wort halt den Code der Turing-Maschine nehmen. Das heißt, wir schreiben einfach die Turing-Maschine ihren Code und das Wort hintereinander. Also hier, das ist, also W ist jetzt in dem Fall, man muss sich denken, das ist der Code von der Turing-Maschine, den schreiben wir zweimal hintereinander. Einmal ist es eben, wird es jetzt hier interpretiert als die Maschine und dann als das Wort, was eingelesen werden soll. Diese Funktion ist offensichtlich berechenbar. Die Funktion macht ja nichts anderes als die Eingabe nehmen und verdoppeln. Also nochmal hintereinander schreiben. Und natürlich gilt jetzt, wenn das W in dieser Sprache DTM quer ist, dann ist das ist genau dann der Fall, wenn dieses F von W in ATM ist. Das ist ja offensichtlich an der Stelle. Das ist unsere erste Reduktion in dieser Kette. Also die war jetzt sehr einfach, weil wir von einem Spezialfall zu einer Verallgemeinerung gehen und einfach nur das allgemeinere Programm für den Spezialfall aufrufen müssen. So, jetzt kommt die nächste Reduktion. Wir wollen von ATM auf H. Und H ist jetzt eins der ganz, 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 ganz berühmten Probleme aus der Berechenbarkeitstheorie. Und wenn Sie nach dieser Vorlesung jemanden fragt, fällt Ihnen ein Problem ein, was nicht entscheidbar oder was nicht entscheidbar ist, dann sollten Sie bitte sagen, H, das Halteproblem. Und ich erkläre es Ihnen jetzt. Also ATM haben wir gerade gesehen. H ist jetzt die Frage. Wir geben den Code einer Turing-Maschine und ein Wort als Eingabe. Und die Frage ist, hält die Turing-Maschine M bei Eingabe des Wortes W an oder nicht? Läuft sie unendlich? Also gegeben ein Programm, eine Eingabe, gerät dieses Programm in Unendlichschleife oder nicht? Ist jetzt so übersetzt, wenn man selber versucht, was zu implementieren, ist das natürlich so ungefähr das Erste, was man mal hinkriegen muss, dass dieses blöde Programm nicht aus Versehen doch in eine Endlosschleife gerät. Und die Frage ist, können wir eine Turing-Maschine bauen, die eben zu einem gegebenen Programm, also der Turing-Maschine und dem gegebenen Eingabe zu dem Programm, dem Wort sagt, ob das Ding am Schluss anhält oder nicht. Also ob es immer anhält, sondern ob es auf dieser speziellen Eingabe wie anhält. So, und dieses H heißt schon H, weil es das Halteproblem ist.
Und das ist wirklich eins, und ich sage nachher nochmal was dazu, warum das so ein wahnsinnig wichtiges Problem ist, aber Sie können vielleicht schon mal so ein bisschen extrapolieren davon, wie wichtig das bei Ihnen ist, wenn Sie probieren, Programme zu implementieren, dass Sie nicht in unendlich Schleife geraten, dass man das ja vielleicht gerne zertifizieren würde für ein bestimmtes Programm. Und die Aussage an dieser Stelle wird dann sein, es ist nicht möglich. Aber ich komme nachher darauf zurück. Jetzt schauen wir uns mal an, wie diese Reduktion funktionieren soll. Also wir wollen von ATM auf H reduzieren. Was heißt es? Wir haben eine Instanz, eine Eingabe gegeben, die in ATM reingehen soll. Und wir wollen diese Eingabe jetzt dadurch lösen, dass wir die irgendwie transformieren und dann das Halteproblem auf dieser Eingabe lösen können. Also jetzt nehmen wir an, wir haben so eine Eingabe M gegeben, also M und W, Entschuldigung. Und jetzt bauen wir eine neue Turing-Maschine. Die soll M-Tilde heißen, das soll die transformierte Turing-Maschine sein. Und die M-Tilde, die soll jetzt fast das Gleiche machen wie M. Also hier steht, M-Tilde macht die gleichen Berechnungen wie M. Also wie M sollte hier eigentlich stehen, Entschuldigung. Oder wie die Turing-Maschine M, aber ich schreibe einfach mal nur wie M. Genau, also wir wollen eine neue Turing-Maschine machen. Erstmal macht die immer genau, also kriegt auch irgendeine Eingabe und soll immer genau das Gleiche machen wie M. So, und jetzt nur, falls M in einem nicht akzeptierenden Zustand stoppt, dann soll dieses M-Schlange in eine Endlosschleife gehen und nicht anhalten. So, und jetzt sei M-Schlange der Code dieser Turing-Maschine. Ich zeige es Ihnen gleich nochmal. Also es ist noch nicht zu Ende. Also, im Moment machen wir erstmal nur diese Transformation von der Instanz des ersten Problems in die Instanz des zweiten Problems. Und jetzt nochmal, die Transformation besteht darin, wir nehmen die ursprüngliche Turing-Maschine M, wir bauen eine neue Turing-Maschine M-Schlange, die macht fast das Gleiche, nur eben wenn M in einem nicht akzeptierenden Zustand stoppt, dann geht dieses M-Tilde einfach in eine Endlosschleife. So, und jetzt sei M-Schlange der Code dieser Turing-Maschine. Wir gehen einfach davon aus, dass wir diesen Code berechnen können. Oder das ist eigentlich relativ offensichtlich, dass wir den berechnen können. Also gegeben den Code von der ersten Turing-Maschine, können wir relativ sicher diesen Code von der zweiten Turing-Maschine bauen. So, das steht jetzt hier, der Code können wir berechnen, das soll M Schlange heißen, Entschuldigung. So, und jetzt, jetzt müssen wir diese Reduktion, also die Reduktionsabbildung, ich habe es hier nochmal formal hingeschrieben, die ist jetzt eben, also wir kriegen als Eingabe M und W und die neue Instanz, die wir in das Halteproblem stecken wollen, ist dann eben M Schlange und mit dem gleichen W. So, und warum hilft uns das jetzt? Also wir wollen ja sagen, also wir wollen jetzt zeigen, dass MW in ATM ist, genau dann, wenn diese transformierte Instanz in H ist. Nochmal kurz, ATM ist die, wo es immer darum geht, ob das akzeptiert wird, und H ist das Halteproblem, wo es darum geht, ob es bei der Eingabe anhält. Und jetzt haben wir es genau so gebaut, dass das klappt. Also, wenn jetzt das Wort in dieser Sprache ATM drin ist, dann heißt es, M akzeptiert dieses Wort. Das heißt aber auch, dass M Schlange bei dieser Eingabe stoppt, weil M Schlange das Gleiche macht wie M, außer M verwirft. Aber in diesem Fall akzeptiert M ja. Also wird M Schlange auch stoppen. Also wenn ich jetzt M Schlange in W reinstecke, also wenn ich frage praktisch, hält die Maschine M Schlange auf W an, wird die Antwort ja sein. Deswegen ist die Kombination M Schlange W ein Teil der Sprache von H, also Element der Sprache H. Und genau so haben wir ja die Sprache H definiert. Und umgekehrt funktioniert diese ganze Kette natürlich auch. Wenn das hier ein Teil der Sprache H ist, dann stoppt das Ding bei der Eingabe. Und wir haben das ja genau so gemacht. Wenn das stoppt, dann muss das vorher schon akzeptiert worden sein. Weil, nochmal zurück, also M Schlange macht das Gleiche wie M, nur falls M nicht akzeptiert. Also wenn es akzeptiert, dann stoppt M Schlange auch. Wenn es nichts akzeptiert, wenn M nicht akzeptiert, dann, also was kann M noch machen? Es kann akzeptieren, es kann nicht akzeptieren oder Endlosschleife machen. Wenn M eine Endlosschleife macht, ist auch M Schlange in der Endlosschleife. Wenn M verwerfen würde, ist M Schlange auch in der Endlosschleife. Wir haben einfach nur diese zwei Fälle aufs Gleiche gemappt. Deswegen gilt hier diese Rückwärtsrichtung, auch wenn es anhält, naja, dann muss auch M schon akzeptiert haben. Und dann war es ja in der ursprünglichen Sprache. Und damit ist unsere Reduktion zu Ende. Also was wir jetzt gezeigt haben, ist eine Reduktion, die diese Sprache auf das Halteproblem reduziert.
Okay, da ist erstmal nichts wahnsinnig Geheimnisvolles dabei. Und das hört sich so ein bisschen an wie abstrakte Denkübungen oder so, aber sie gehen noch weiter, die abstrakten Denkübungen, weil wir sind in unserer Reduktionskette noch nicht fertig. Jetzt haben wir H. Jetzt wollen wir uns noch ein Problem anschauen, das nennt sich das spezielle Halteproblem. Also nochmal, H ist die Frage, hält die Turing-Maschine M bei Eingabe W an? Und H0, also und die heißt das allgemeine Halteproblem. Es gibt auch das spezielle Halteproblem, das ist, was ich hier mit H0 bezeichnet habe. Hält, und das kriegt nur eine Turing-Maschine als Eingabe. Und die Frage ist nicht, hält es auf irgendeinem Wort an, sondern es ist die Frage, hält M bei Eingabe des leeren Wortes an? Also wir haben nur die Turing-Maschine und die Frage ist immer, wenn ich dieser Turing-Maschine das leere Wort eingeben würde, würde die Turing-Maschine dann anhalten oder nicht? Und jetzt wollen wir wieder so einen Trick machen und H auf H0 reduzieren. Genau, und das funktioniert jetzt so. Also, sei die Eingabe von diesem Problem H gegeben, also jetzt sind wir hier vorne und da haben wir jetzt diese Eingabe und die müssen wir jetzt transformieren in eine andere Eingabe für das H0-Problem. Jetzt bauen wir so eine Turing-Maschine M Schlange wie folgt. Wenn die Eingabe von M Schlange das leere Wort Epsilon ist, dann lässt die einfach die ursprüngliche Turing-Maschine M auf diesem Wort laufen. Und wenn die Eingabe von M Schlange nicht Epsilon ist, dann hält M Schlange einfach an. So, und also eine ganz, ganz einfache Reduktion. Wir gucken einfach nur, war die Eingabe M Schlange Epsilon, dann führen wir das aus, was wir vorher auch ausgeführt hätten. Wenn die Eingabe nicht Epsilon ist, das Wort, dann hören wir einfach auf. Und jetzt sagen wir wieder, also sei M Schlange, also mit Klammern, sei das der Code dieser Turing-Maschine. Und wieder, dieser Code ist ja irgendwie offensichtlich berechenbar. Das ist sicher was, wenn ich den Code von der ersten Turing-Maschine habe, kann ich den umschreiben in den Code, in diesen neuen Code von der zweiten Turing-Maschine. Ich habe hier noch ein Ausrufezeichen, das ist nur, weil man sich das mal klar machen muss. Wie hängt dieses M Schlange? Das hängt natürlich von M und W ab. Also M und W ist ja die ursprüngliche Eingabe. Und die wird hier hart reinkodiert, weil nämlich diese M Schlange einfach ja dieses M simuliert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich so eine andere Folge M und Epsilon hier kriege ich natürlich auch ein anderes M Schlange raus. Das muss man sich manchmal bewusst machen. Das ist oft so, dass in diesen neuen Turing-Maschinen, die ich baue, diese ursprüngliche Eingabe irgendwie hart einkodiert wird. Und das ist hier auch, ich habe geschrieben, fest einprogrammiert. Also für jedes M und W kriege ich so ein anderes M-Schlange. So, und jetzt also haben wir die, jetzt definieren wir wieder diese Reduktionsabbildung formal genau so. Die ursprüngliche Eingabe ist MW, die neue Eingabe ist das M-Schlange. Und jetzt, und das ist berechenbar. Und jetzt gilt eben wieder das, was wir haben wollen, nämlich wenn M und W aus H sind, dann ist dieses M Schlange aus H0 und zwar dann und genau dann. Und jetzt kann man wieder diese Gedankenkette durchgehen, warum das denn der Fall ist. Also, wenn M, W in H ist, dann ist es genau dann der Fall nach Definition, wenn die Turing-Maschine M auf W anhält. So, und jetzt müssen wir hier gucken, das ist genau dann, wenn M Schlange bei Eingabe des leeren Wortes anhängt. Wenn M Schlange bei Eingabe des leeren Wortes anhält, nicht anhängt. Genau, und man kann sich, also da würde ich Sie Ihnen vielleicht auch nochmal vorschlagen, jetzt genau drüber nachzudenken, warum dieser Pfeil gilt und warum er in jede Richtung geht. Ich habe es da unten ein bisschen hingeschrieben, aber vielleicht ist das auch mal eine ganz gute Übung, dass Sie sich einmal genau überlegen, wirklich, warum gilt es in jede Richtung, nach links und nach rechts. Und da, so, und wenn jetzt M Schlange bei Eingabe des leeren Wortes anhängt, dann hält, dann ist es natürlich genau dann der Fall, wenn M Schlange aus H0 ist. Und das ist ja das gleiche wie F von MW. Und damit haben wir diese Reduktion wieder definiert. So, jetzt geht es in der Kette weiter. Das ist unser letztes Element in der Kette und ich mache es jetzt gar nicht mehr im Detail. Also wir wollen jetzt noch eine Reduktion zeigen, das Problem H0, das spezielle Halteproblem, auf dieses Problem K. Und jetzt schauen wir es uns nochmal an. Also H0 hatten wir schon, also ob die Turing-Maschine M bei Angabe des leeren Wortes anhält. Und K ist jetzt das folgende Problem. Hält die Turing-Maschine, also wir kriegen wieder den Code von der Turing-Maschine, hält dieser Code, hält die Maschine M bei Eingabe ihres eigenen Codes an oder nicht? Also ist jetzt nicht die Frage, ist M Element von sich selbst? Also
sozusagen oder akzeptiert sie ihren eigenen Code, sondern die Frage ist, hält es an? Ist natürlich sehr ähnlich, aber nicht das Gleiche. So, und jetzt wollen wir wieder eine Reduktion bauen von H0 auf K. Und die funktioniert jetzt total ähnlich wie die ganzen, die wir vorher gemacht hatten. Und ich möchte sie jetzt hier nicht vorführen. Das ist vielleicht eine gute Übung oder vielleicht stellen wir es auch als Übungsaufgabe, müssen wir dann mal sehen. Wir haben die Aufgaben noch nicht ausgedacht. Sie funktioniert aber sehr ähnlich zu dem, was wir schon hatten. So, und jetzt haben wir dieses ganze Argument durchgenudelt, was ich Ihnen vorhin erklärt habe. Wir haben also, ich gehe noch mal ganz zurück hier. Wir haben jetzt also diese gesamte Reduktionskette, jede einzelne Reduktion haben wir uns überlegt. Und jetzt ist es so, jetzt müssen wir eben aussagen, dass DTM unentscheidbar ist und dass K entscheidbar, semi-entscheidbar ist und dass das dann jeweils für die gesamte Kette gilt. Genau. So, und dann haben wir damit gezeigt, dass diese ganzen Sprachen, von denen wir hier reden, dass die alle in RE ohne R sind. Also, sie sind alle nicht entscheidbar, aber sie sind alle rekursiv aufzählbar. Genau, und auch hier, jetzt würde ich Sie bitten, sich nochmal zu überlegen. Ich glaube, ich habe es nämlich nicht weiter auf einer Folie. Oder habe ich es noch? Ich schaue mal. Nee, habe ich nicht. Warum wir jetzt denn haben, dass DTM nicht entscheidbar ist? Genau, und warum wir haben dieses Problem K hier, dass das semi-entscheidbar ist. Dass wir praktisch, also das fehlt hier auf den Folien, ich weiß gar nicht, warum ich es nicht aufgeschrieben habe. Ich glaube, es ist eigentlich relativ offensichtlich. Das eine haben wir eh in der Vorlesung gezeigt und das andere, glaube ich, nicht explizit, aber versuchen Sie es mal aufzuschreiben. Wenn Sie es nicht hinkriegen, fragen Sie mal Ihren Tutor. Im Prinzip steckt es implizit in den ganzen Vorlesungen, die wir jetzt schon gemacht haben, drin. Und das Coole ist jetzt halt, wir haben jetzt praktisch durch diese ganze Kettenreduktion gleich eine ganze Kette von Sprachen gefunden, die alle eben in diesem interessanten Zwischenbereich sind, RE, aber nicht R. So, und das war jetzt mal so eine erste Anwendung, wo wir viele Reduktionen gezeigt haben und gezeigt haben auch, warum uns das was helfen kann. Und ich habe es hier nochmal versucht, etwas intuitiver nochmal aufzuschreiben, wie man vorgehen muss. Und das müssen Sie sich wirklich einprägen und wenn Sie es sich nicht merken können, müssen Sie es immer nachschauen. Mir geht es auch so, ich muss es oft nachschauen, weil ich es mir auch, ich mache es nicht so oft, dann kann ich es mir auch nicht merken oder ich muss es mir jedes Mal neu überlegen, geht natürlich auch. Also, wenn Sie wissen wollen, wenn Sie beweisen wollen, dass eine Sprache L semi-entscheidbar ist, was müssen Sie dann machen? Also hier ist unsere Sprache L, für die interessieren wir uns. Sie müssen dann eine Sprache L-Schlange finden, die selbst semi-entscheidbar ist und eine Reduktion von L auf L-Schlange. Also der Trick ist, wenn ich das zeigen will, muss halt L vorne stehen. Wenn ich beweisen will, dass eine Sprache L nicht semi-entscheidbar ist, dann muss die hinten stehen und ich muss eine vorne finden, sodass eine Reduktion existiert von L Schlange auf L, die halt dann auch nicht semi-entscheidbar ist. Und das muss man sich ganz, ganz fest immer merken. So, ich möchte jetzt nochmal zu dem Halteproblem was sagen. Also, das Halteproblem, warum ist das eigentlich so wichtig? Kann man wieder sagen, das ist jetzt halt so ein esoterisches Problem, wo es immer darum geht, naja, enthält ein Programm, akzeptiert ein Programm irgendein Wort oder nicht? Und, oder ist es schon irgendwie sowas wie eine Diagonalsprache? Ist das irgendwie auch wieder sowas völlig Abstruses? Und der Trick ist, das ist es eigentlich nicht. Und das ist genau das, was Sie beim Programmieren doch die ganze Zeit merken. Sie lösen irgendeine Übungsaufgabe und doch, es wäre doch super, wenn es jetzt so eine Art Verifier gäbe. Sie drücken auf den Knopf, geben Ihren C++-Code oder Java oder was Sie programmieren, schmeißen Sie in dieses Dings rein und das Ding sagt Ihnen, das kann in einer Endlosschleife enden. Das wäre so cool, weil das würde uns das Debuggen doch echt einfacher machen. Sie haben bisher so ein Tool nie an die Hand gekriegt und das hat einen festen Grund. Nämlich der Grund ist, so ein Tool kann es nicht geben. Und das ist genau das, was wir gerade bewiesen haben. Wir haben bewiesen, es kann kein Tool geben, das so funktioniert. Sie stecken Ihren Code rein und das Ding sagt Ihnen, ob das auf jeder Instanz anhält oder nicht. Oder ob es schon nur auf einem bestimmten Wort anhält. Ist nicht entscheidbar. Das kann jetzt natürlich sein, dass für bestimmte Instanzen das doch entscheidbar ist. Aber im Allgemeinen ist es nicht entscheidbar.
Genau, und das ist natürlich total ärgerlich. Und das ist vor allem ärgerlich, wenn wir jetzt eben nicht drüber denken, das ist eine Übungsaufgabe in Info 2, wo es halt schön wäre, wenn wir volle Punkte kriegen würden, sondern wenn dieses Programm irgendwas steuern soll, was echt wichtig ist, soll der Autopilot von einem Flugzeug sein oder soll ein Atomkraftwerk steuern oder irgendwas anderes Sicherheitskritisches. Da würden wir doch verdammt nochmal gerne wissen, ob dieses blöde Programm in eine Endlosschleife kommen kann, weil die Eingabe jetzt leider oder die äußeren Umstände gerade ungeschickt sind. Und eigentlich würden wir, also zumindest in solchen sicherheitskritischen Anwendungen, gerne verifizieren, dass das Ding funktioniert. So. Und was wir jetzt hier gesehen haben in dieser Vorlesung ist, es gibt Probleme, nämlich genau diese, also zum Beispiel diese Anhalteprobleme, die sind relevant. Und zwar wahnsinnig relevant und wir können beweisen, dass sie von einer Turing-Maschine nicht gelöst werden können. So, und das ist jetzt erstmal schon ein ganz schöner Rückschlag, würde ich sagen, für die Informatik, weil eben das jetzt nicht so ist, wir haben nur so eine komische Diagonalsprache und die geht nicht, meine Güte, der Friseur, der sich nicht selbst rasiert, das interessiert uns vielleicht nicht so sehr, sondern wir haben ein Problem, was total wichtig wäre zu lösen und wir können es nicht lösen. So, und jetzt kann man sich natürlich anfangen zu fragen, was heißt denn das jetzt? Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jetzt könnte es natürlich sein, okay, vielleicht ist unser Modell von diesen Turing-berechenbaren Sachen nicht mächtig genug, vielleicht trifft es auch gar nicht alles das, was Computer können. Und da werden wir noch später drüber nachdenken. Die Antwort wird sein, nach jetzigem Stand ist das, was Turing-Maschinen machen, ziemlich genau das, was Computer können. Man hat ganz viele andere Modelle, das werden wir in späteren Vorlesungen sehen, es gibt ganz viele andere Berechenbarkeitsmodelle und die sind alle äquivalent zur Turing-Maschine. Das heißt, aus jetzigem Standpunkt ist es so, die Tatsache, dass das Ding nicht Turing-berechenbar ist, ist echt ein Problem und es liegt nicht daran, dass die Turing-Maschine das falsche Modell ist. Die andere Sache, über die man dann nachdenken kann, ist, jetzt fragen wir uns nochmal, was heißt denn jetzt berechenbar? Das heißt, dass wir, also, und die Beweise, dass das nicht berechenbar ist, vielleicht liegt es daran, dass das Problem sehr allgemein gestellt ist. Es gibt sicher Programme, für die wir eben schon drauf gucken können und sagen können, das stoppt. Hello World, also Disp Hello World oder sowas, ich weiß nicht, in welcher Programmiersprache sie sind. Dieses Programm hat eine Zeile und man könnte sich jetzt ja schon vorstellen, dass es so eine Art Verifier gibt, der sagt, also dieses Programm, das hat keine Schleife, das hat keine Variablen, das hat nur einen Befehl und dieser eine Befehl ist nur Print, das muss anhalten und zwar beweisbar. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass das allgemeine Verifikationsproblem nicht lösbar ist, in dem Sinne, wenn ich beliebige Programme als Eingabe habe, dann kann ich natürlich nicht immer, oder was heißt natürlich, wir haben gezeigt, dann kann man nicht immer verifizieren, ob das Ding anhält. Jetzt könnte es aber natürlich sein, dass eine spezielle Klasse von Programmen, für die das schon funktioniert. Und vielleicht sind es dann Programme, die besonders sicher geschrieben sind oder wo man bestimmte Standards einhalten müsste, dass eben, wenn ich halt Flugzeuge programmiere, ich von mir aus keine Weilschleifen benutzen darf oder irgendwas Kompliziertes, sodass ich nur einfache Konstrukte habe und vielleicht wäre es für die dann doch möglich, das zu entscheiden, ob so ein Ding anhält oder nicht. Und das sind so die Metagedanken, die man jetzt haben sollte. Also diese theoretische Informatik und die Berechenbarkeitstheorie, die zeigt uns jetzt eben bestimmte Grenzen der Modelle und jetzt müssen, aber was dann eigentlich natürlich immer kommen muss, ist die Frage, was hat das mit der echten Welt zu tun? Das sind die Gedanken, die ich gerade Ihnen genannt habe. Wir kommen da später auch nochmal drauf zurück, da bespreche ich das auch nochmal. Aber das ist mir wichtig, dieses immer mal einen Schritt zurückgehen und zu überlegen, was heißt denn das, was wir eigentlich gerade bewiesen haben und ist das eigentlich das, was wir erwarten? Und ist das jetzt schlimm oder ist es nicht schlimm? Kann man es umgehen? Ist es vielleicht was zu kompliziert? Das haben wir das falsche Modell? Das sind genau die Gedanken, die man sich als Wissenschaftlerin eigentlich die ganze Zeit machen muss, wenn man versucht, auf theoretische Art und Weise Phänomene aus der Praxis zu modellieren. Ich möchte Ihnen jetzt noch verschiedene Varianten zeigen, so als Ausblick in dieser Vorlesung, bevor wir in der nächsten Vorlesung noch eine viel größere Verallgemeinerung zeigen. Also es gibt verschiedene Varianten von dem Halteproblem. Das, was Sie eigentlich lösen wollen, wenn Sie in Info 2 eine Hausaufgabe programmieren wollen, ist nicht, ob das Programm auf dieser einen speziellen Instanz anhält, weil da probieren Sie es halt aus und wenn es nach 10 Minuten noch nicht fertig ist, denken Sie sich, Mist, es ist wahrscheinlich in der Endlosschleife. Sondern Sie würden eigentlich gerne das Problem lösen, das hält auf jeder Eingabe an. Das ist das, was Sie an der Stelle interessiert.
Weil wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie die Tutoren, die ihre Aufgabe korrigieren, so einen Verifier hätten, würden die natürlich nach diesem hier fragen und würden nicht alle Wörter durchprobieren, hält's auf diesem Wort an. So, das ist jetzt schon relativ offensichtlich, dass wenn man nicht zeigen kann, dass es auf einer Eingabe anhängt, dass man anhält, dass man das hier natürlich wahrscheinlich erst recht nicht zeigen kann. Das kann man auch leicht zeigen. Also man kann zeigen, T ist nicht in RE und T quer ist auch nicht in RE. Das ist jetzt interessant, weil wir jetzt ein Beispiel für eine Sprache haben, wo sowohl die Sprache selbst als auch ihr Komplement nicht in RE sind. Genau, und jetzt im Gegensatz zu vorher auch, ist es auch nicht, also nicht nur nicht in R, sondern es ist auch nicht in RE. Also es ist nicht mal rekursiv aufzählbar. Der Beweis davon ist nicht so wahnsinnig schwierig, aber ich möchte ihn jetzt nicht in der Vorlesung machen, weil das, glaube ich, zu viel Zeit kostet dann. Aber es ist interessant, weil wir jetzt, also ich gehe vielleicht nochmal zurück zu diesem Bildchen, wo waren wir vorhin? Hier. Also wir haben jetzt, also hier hatten wir zum Beispiel schon verschiedene Beispiele. Zum Beispiel hier ist ATM, ist eben hier drin und ATM quer ist draußen. Und das gleiche Beispiel hatten wir, solche Beispiele hatten wir schon mehrere gesehen. Und jetzt haben wir eben dieses Problem T, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Da liegt sowohl T hier draußen als auch T-Komplement hier draußen. Das hatten wir vorher noch nicht gesehen. Das zeigt uns auch schon wieder eine Möglichkeit mehr, die es gibt, wenn man Sprachen anguckt, wie verhalten sich T, also die Sprache, zu ihrem Komplement. Ein anderes interessantes Problem, auch so aus dem Bereich Softwareverifikation: Berechnen zwei Turing-Maschinen eigentlich das Gleiche? Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen irgendwie den Autopilot des Flugzeugs, Sie sind eine Firma für ein Flugzeug und Sie wollen jemand anders beauftragen, der den Autopilot von dem Flugzeug programmiert. Und jetzt beauftragen Sie zwei Firmen. Und die eine macht es in Java, die andere macht es in C. Die einen machen so, die anderen machen es anders. Sie können natürlich nicht einfach die Programmzeilen durchgehen und gucken, machen die immer das Gleiche. Das ist ja völlig offensichtlich. Das heißt, was wir jetzt gerne hätten, wäre wieder so eine Art Verifikationsprogramm. Hier ist der Code vom einen und hier vom anderen. Machen die zwei immer das Gleiche oder gibt es Fälle, wo die sich unterscheiden? Und es könnte jetzt auch nicht nur sein, zwei verschiedene Firmen, die den Auftrag annehmen, sondern es könnte auch so sein, das eine ist die Spezifikation der Software, die mache ich als Firma, und das andere ist das, was die Firma, die ich beauftrage, die Software zu schreiben, was die mir abgibt. Ja, matcht jetzt diese Spezifikation eigentlich das, was die mir gegeben haben oder nicht? Das ist auch so eine Art Verifikationsprogramm, was im Prinzip auf genau diese Frage rausläuft. Also können wir sehen, ob die Turing-Maschinen das Gleiche berechnen? Und da kann man jetzt wieder eine Sprache definieren, die heißt jetzt hier V, also von Verifikation vielleicht. Die Eingabe ist M1 und M2, also der Code von zwei Turing-Maschinen. Und wir sagen, diese zwei Turing-Maschinen sind in der Sprache, wenn sie immer das Gleiche machen. Also wenn für alle Wörter gilt, das Ergebnis von M1 auf W ist das Gleiche wie das Ergebnis von M2 auf W. Und jetzt kann man wieder Reduktionen verwenden, um zu zeigen, wie vorher bei der Sprache T, dass V nicht in RE ist und V quer auch nicht in RE ist. Also die sind beide nicht rekursiv aufzählbar. So, und wir werden in der nächsten Vorlesung noch viel mehr Beispiele für solche Aussagen sehen und einen ganz allgemeinen, ganz, ganz wichtigen Satz zeigen, den Satz von Rice, der sagt, dass fast alles, was interessant ist, ist nicht berechenbar, wenn es mit Programmen zu tun hat. Bevor ich das mache, will ich aber noch einen anderen Ausblick geben. Und zwar, wir haben in dieser Vorlesung jetzt Abbildungsreduktionen uns angeschaut, wo es immer darum ging, die Reduktion findet dadurch statt, ich nehme die Instanz des ersten Problems, reduziere sie auf eine andere Instanz und rufe dann einmal dieses zweite Programm als Unterprogramm auf. Ich rufe es aber genau einmal auf. Das ist jetzt natürlich ein relativ, eingeschränkter Reduktionsbegriff, weil vielleicht, ich könnte ja dieses Programm von diesem anderen Problem mehrfach aufrufen. So, und da gibt es jetzt einen verallgemeinerten Reduktionsbegriff, der nennt sich Turing-Reduktionen und das funktioniert so. Wir können das Problem 1 auf Problem 2 reduzieren, und zwar Turing reduzieren, da machen wir jetzt so ein kleines T hier unten dran. Falls es eine Turing-Maschine zur Lösung von Problem 1 gibt, die Turing-Maschine für Problem 2 beliebig oft als Unterprogramm aufrufen darf. Also vorher bei der Abbildungsreduktion habe ich es genau einmal aufgerufen, nämlich auf der transformierten Instanz. Und jetzt könnte ich sein, dass ich das ganz oft aufrufen darf.
Und es ist irgendwie intuitiv plausibel oder zumindest vorstellbar, dass man da mehr hinkriegen könnte, damit dass ich ein Problem öfter aufrufe. Ich könnte ja ganz auf rekursiv vielleicht nicht, aber also man kann sich ja vorstellen, dass, was weiß ich, ich will irgendein Problem auf Sortierprobleme reduzieren und muss ganz viel sortieren und muss halt oft den Sortieralgorithmus aufrufen, um dann am Schluss dieses andere Problem lösen zu können. Es ist also ein allgemeinerer Reduktionsbegriff. Und natürlich ist die Abbildungsreduktion ist sozusagen eine Teilmenge. Also wenn ich eine Abbildungsreduktion habe, erfüllt sie das natürlich auch. Aber es könnte jetzt viel mehr solche Reduktionen noch geben. Und ich will da jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Man kann zeigen, dass diese Turing-Maschinen tatsächlich mächtiger sind als Abbildungsreduktionen. Und natürlich gibt es auch wieder solche Eigenschaften, die sich dann übertragen. Und wenn Sie das interessiert ist, können Sie in dem Buch von Sipser nachlesen. Da ist es in einem Kapitel beschrieben. Ich möchte es an der Stelle nicht weiter ausführen, weil ich glaube, dass uns das jetzt so erkenntnistechnisch nicht mehr so wahnsinnig viel bringt. Mir ist es jetzt wichtig, dass Sie überhaupt verstehen, wie diese Abbildungsreduktionen funktionieren und diese Gedankenkette von der einen zur anderen zu kommen. Einen kleinen Ausblick will ich auch noch geben. Wir werden später in der Vorlesung nochmal ganz viel mit Reduktionen zu tun haben, und zwar in der Komplexitätstheorie. Und da wird es jetzt nicht darum gehen, ist eine bestimmte Sprache berechenbar oder nicht, sondern die Frage ist, ist es leicht berechenbar oder nicht? In dem Sinne finden wir ein effizientes Programm mit schneller Laufzeit, das dieses Problem löst. Weil jetzt gibt es natürlich viele Probleme, die sind zwar prinzipiell berechenbar, das ist schön, aber es dauert halt leider viel zu lang, wir kommen nie zum Ende. Also wir kommen natürlich irgendwann zum Ende, aber so lange wollen wir nicht warten, weil es 10 Milliarden Jahre dauert. Und jetzt hier nochmal das Prinzip, also bei Berechenbarkeit habe ich gesagt, wir haben leichte und schwere Probleme und wollen immer Eigenschaften beweisen, ob was leicht oder schwer ist. In der Berechenbarkeit ging es immer, war leicht eben entscheidbar und schwer war nicht entscheidbar oder semi-entscheidbar. Und um eine Reduktion in der Berechenbarkeitstheorie verwenden zu können, mussten wir daher sicherstellen, dass die Reduktion, die muss immer selber auch leicht sein, weil ich will ja, wenn die Reduktion schon so schwer ist, dass ich sie nicht hinkriege, dann kann ich das Programm, was ich da eigentlich am Schluss aufrufen will, ja gar nicht mehr aufrufen. Also wenn ich jetzt mit meiner ersten Instanz starte und ich habe eine Reduktion f und diese f ist nicht mal berechenbar, ja dann komme ich ja nie dazu, das zweite Programm überhaupt aufzurufen. Oder wenn jetzt eben im Sinne der Komplexitätstheorie die Reduktion selber schon so lange Zeit braucht, dass es 9 Milliarden Jahre braucht, selbst wenn dann das Programm hinten dran schnell wäre, wird mir das ja nichts mehr helfen. Das heißt, die Logik von den Reduktionen ist immer, diese Reduktionsfunktion f, die eine Instanz in die andere umrechnet, die muss leicht sein. So, und das haben wir jetzt eben durchgenudelt für Berechenbarkeitstheorie. Und jetzt kommt genau das Gleiche für Komplexitätstheorie. Und da geht es jetzt eben, also nochmal zurück, hier ging es immer leicht, ist das Gleiche so, ist ein Synonym für entscheidbar oder semi-entscheidbar. Und in der Komplexitätstheorie wird es dann so sein, leicht ist was schnell berechenbar ist. Und schwer ist halt dann was nicht schnell berechenbar ist. Genau. Das werden wir später in der Vorlesung sehen und auch ganz viel benutzen. Ich wollte nur schon mal diese allgemeine Logik so ein bisschen Ihnen erklären, dass Sie später dann sich nicht wundern, dass wir noch mehr solche Reduktionen sehen. Und auch selbst, wenn Sie mal in die Verlegenheit kommen, in einem anderen Kontext beweisen zu wollen, dass irgendwas leicht oder schwer ist, mit einem besonderen Begriff von leicht und schwer, dann können Sie über diesen Mechanismus nachdenken, ob der Ihnen was helfen würde.